einmal live eine Ankunft des Volvo Ocean Races miterleben zu können, brechen wir Anfang Juni 2015 nach Lorient an der französischen Atlantikküste auf. Unser Weg führt uns über die Pfalz, vorbei an der Stadt Metz, geradewegs Richtung Paris. Vielen Dank. Spätnachmittags am Sonntag erreichen wir Paris von Süden her und schmeißen uns direkt in den sehr gewöhnungsbedürftigen Verkehr dieser faszinierenden Stadt. Tags darauf machen wir das Kurzprogramm Paris mit dem Arc de Triomphe und natürlich dem Eiffelturm. Weil wir uns Zeit ersparen möchten, geht es kurzerhand zu Fuß bis zur zweiten Plattform des Turms. Jetzt aber schnell wieder nach unten, schließlich wollen wir heute Abend schon in Le Havre an der Normandie sein. Wir sind komplett verzaubert von einer kleinen Stadt namens Honfleur, westlich von Le Havre. Hier verbringen wir eine Nacht direkt am Hafen. Wir brechen auf von Le Havre Richtung Südwesten, vorbei an Trouville-sur-Mer. Die normannische Kanalküste entlang, durch das Landesinnere, schließlich nach Granville, nördlich von Mont-Saint-Michel gelegen.
bei mir einen super Blick auf die auf den englischen Kanal. Stehen in der Nähe von Grosville. Das ist bei Mont-Saint-Michel in der Nähe. Und schauen mit unserem Klönschnacktür auf den Klönschnacktürbus auf den Kanal. Gute Nacht. Gute Nacht. So, dann werden wir uns mal einen Kaffee machen in unserem Komfort-Wohnmobil. Das sieht ungefähr folgendermaßen. Wir sind jetzt noch rund 250 Kilometer von unserem eigentlichen Ziel der Stadt Lorient und der Ankunft des dortigen Volvo Ocean Races entfernt. Deshalb gibt es noch einen kleinen Abstecher in das berühmte Kloster Mont-Saint-Michel, wo wir einen weiteren Tag verbringen. Donnerstag, 11. Juni 2015, um 3:30 in der Früh klingelt unser Wecker im Auto. Wir wachen auf und begeben uns auf den Weg zum Volvo Ocean Race Lager, wo das Damenteam vom Team SCA bereits um etwa 5 Uhr in der Früh erwartet wird. Actuellement, puisque
leur principal adversaire, Tim Bonfim, finit 8e de l'étape.